herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier mit dem Herrn Müller, unserem neuen, alten, neuen, relativ neuen Händler. Servus. Genau. Also, ich bin zwar nicht mehr neu, aber der Händler unter meiner Führung ist neu. Das meine genau. Ich ja. Von mir, hallo. ich wollte Ihnen eigentlich nur noch mal sagen, wann jetzt die Öffnungszeiten sind. Also, ich peile so an, immer so von 9 bis um so 17 Uhr und halt jederzeit telefonisch. Ja, habe ich ja gemerkt letzte Woche. Ja, das war, ich glaube, knapp. Ja, da war ich mit dem Herrn König noch unterwegs. Aber ich hätte da noch eine andere Idee für Sie. Gucken Sie mal in den Händlerkatalog. Vielleicht können Sie das so machen. Unter dem Haus und Diverses, glaube ich. Nee. Dekoration? Nö. Ja, haben wir das nicht mehr drauf? Haben wir nicht mehr die Schilder drauf? Die Absperrschilder? Oder, nee, waren die nicht unter sonst ist bei Fahrzeugen? Das kann auch sein. Nö. Ah, das wäre meine Idee gewesen, dass sie sich solche Schilder kaufen und die dann als Dings benutzen. Die können sie an einen Dreipunkt dran machen. Ein Traktor sah schon ein bisschen massiv aus, ich weiß. Ja, kann auch zu einem teuren Schaden werden. Ja. Gut, aber dann bin ich mal auf Achse. Tschüss. Ja, ich weiß, also, sie haben sicherlich viel zu tun. Jo. Tschüss. Tschüss. Na, läuft ja auch was jetzt. Albert? Ja. Jo, wie schaut's denn aus mit dem Feld? Jo, muss halt leer gemacht werden, der Mähdrescher, ne? Achso, ja, ich komm. War das wie so eine kleine Naturkatastrophe oder was auch immer? Wieso, was passiert? Ah, fast alles verdorrt. Ach nee. Den vollen Milchfett, den vollen Mähdrescher und dann noch ein kleines bisschen, ein paar Körner kriegen wir noch gerettet, aber das ist. Ach, so ein Mist. Ja, ich beeil mich, ich bin auf dem Weg. Mal sehen, was der Besitzer sagt oder die Stadt sagt, ob wir da Entschädigung bekommen können oder nicht. Ah, das wäre eine Idee. Ja, das werde ich mal den RaceX anhauen. Mal gucken, ob das klappt. Okay, ich. Er könnte das Geld ja bestimmt auch gebrauchen. Wer? Der Ray. Ja, mit dem RaceX, der gehört doch das Feld, ne? Nee, das gehört der Gemeinde. Das muss nur immer über den Bauhof eingetragen werden. Das Bauhof eingezeichnet ist, ne? Ja, deshalb. Oh. Moment, andere Leitung. Ciao erstmal. Volker Varuna, hallo? Hallo, hier ist der Herr Richter. Hallo, Herr Richter. Ja, ich habe gehört, dass der Herr Stromberger ausgewandert ist. Ja, das haben Sie richtig gehört. Ja, ich könnte den Polizeidienst übernehmen, wenn Sie es wollen. Wie, Sie haben doch gekündigt. Ja, aber ich kann ihn wieder übernehmen, wenn Sie wollen. Ja, okay, letzte Woche beschweren Sie sich, habe ich Ihnen gesagt, Ihre Kündigung war nicht fristgerecht. Jetzt kommen Sie wieder an, Sie wollen wieder Polizist werden. Also was ist denn los bei Ihnen? Nee, ich habe gehört, dass der weg ist, aber wollte ich die Stadt unterstützen. Ja, aber ist das jetzt Ihre endgültige Entscheidung, oder? Ja, meine endgültige. Weil ich habe es dann nicht mal mit dem Stromberger ausgehalten. Ach so. Deswegen bin ich dabei. Ja, aber wieso haben Sie das dann nicht in Ihr Kündigungsschreiben reingepackt? Habe ich das denn nicht reingepackt? Nee, das stand da nicht drin. Okay, gut. Ja, aber ich kann, wenn Sie wollen, den Polizeidienst wieder aufnehmen. Das wäre geschickt, dann wäre man nicht mehr ganz so gesetzeslos. Ja, dann würde ich das so machen. Okay. Gut, dann schreiben Sie das bitte in den Gemeindeanzeiger. Okay.
Okay, ist ja noch alles gleich mit Türen und so. Ja, die Schlösser sind nicht getauscht worden. Okay, gut. Hätte ich noch eine Frage. Wollen Sie ist das bekannt geben, oder? Ja, schreiben Sie es rein. Okay, gut. Würde ich dann auch die Leitung da übernehmen oder erstmal nur als normaler? Jetzt müssen Sie sich erstmal beweisen. Ja, okay. Und dann müssen Sie halt mit Ihrem Vorgesetzten von der Landesleitstelle oder der Landesdienststelle quatschen. Okay, gut. Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, ebenso. Tschüss. Tschüss. Aber jetzt muss ich. Ja, ich rufe dann gleich den Jürgen mal an. Weil ich muss auch abklären. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das Feld nur für eine Ernte gepachtet haben oder für mehrere. So. Mit dem Geschoss hier, wenn dir da einer entgegenkommt, da hast du gewonnen. Mal. Fällt mir gerade ein. Albert? 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 Jo, was zu sagen? Ja, ich wollte, das ist ja gar nicht unser Drescher, fällt mir gerade ein. Nee, den müssen wir ja noch zurückgeben, die haben wir ja geliehen. Ja, stimmt. Herr Neumann oder wie der heißt. Ja, vom LU. Da steht auch unser Auto noch. VW. Ja. Ja, dann machst du das Ding mal fertig, ich gehe mal gerade telefonieren. Mache ich den Rest, was hier noch übrig geblieben ist. Jo, so schnell wie möglich. Hallo? Hallo, Jürgen? Ja? Du, die Pacht von dem Feld? Ja. Da hast du uns aber über den Tisch gezogen. Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Warum habe ich euch jetzt wieder über den Tisch gezogen? Ja, irgendwie ist hier Schädlingsbefall. Alles kaputt. Ey, nee. Doch. Oh, nee, ey. Hat die Gemeinde deine Versicherung? Ja. Ja. Ich glaube, da kriegst du, 65% oder 75 von der Pacht wieder, Ja, dann meine ich. würde ich das mal beauftragen. Willst du das noch prüfen? Schließe ich da mal mit dem Neumann kurz. Wieso? Ist der hier Ökologe oder Nee, was? wegen der Stadt und allem. Ich bin auch in der Stadt. So. Ja, aber nee, mache ich, weil sonst komme ich ja in den Interessenskonflikt. Ja. Okay, andere Frage. Die Pacht, wenn ich eine Pacht mache, ist das nur für eine Ernte oder wie ist das? Nee, die ist für 2 Wochen. Nee, Monat. Monat. Und dann der nächste Monat musst du halt nochmal das gleiche zahlen. Okay. Das heißt, ich hätte jetzt noch 3 Wochen Zeit. Oder mehr. Bisschen mehr. Nee, 2 Wochen. 2 Wochen war's. Sorry. 2 Wochen hast du Zeit. Also du hast 2 Wochen das komplette Feld jetzt. Du kannst damit machen und tun, was du willst. In den 2 Wochen. Ja, ich habe Ende letzte Woche das gepachtet. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich nur noch 1,5 Wochen. Nö, 2. Du hast die kompletten 2 Wochen dafür. Ich habe ja letzte Woche angefangen. Ja. Dann habe ich jetzt nur noch 1,5 Wochen. Ja, circa, ja. Ja, okay, das lohnt sich also nicht. Okay. Okay. Man kann auch mit dem Albert, LU reden, warte sonst mal kurz. könnte das LU. Albert, bleib da. Was? Nicht so weit wegfahren.
Was wahrscheinlich so, sorry, Jürgen, ich war, muss gerade mal den Albert zurückrufen. Also. Ja, LU reden. Ja, du kannst auch mit dem LU reden, vielleicht sehen die dir das an und die Stadt könnte das auch bezahlen, das kann man auch so machen. Oder halt 75% von der Pacht zurück erstatten. Okay, was war denn der Pachtbetrag? Bei was liegt das Feld nochmal? Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Musst du gucken. Mach ich. Das ist aber ganz schön teuer, ey. Jo. Ui. 54.900. 54,9 war die Pacht. Ja. Okay. Gut, danke, dann rufe ich mal den Neumann an. Jo. Tschüss. So, vielleicht haben wir Glück gehabt. Was denn? Schön. Der Jürgen sagt jetzt, da ist eine Versicherung drauf auf das Feld. Hey. Mit 75%. dann wären wir sogar, würden wir vielleicht sogar Gewinn machen. Ich muss mal gerade mit dem Neumann telefonieren und dann sollten wir uns gleich noch ein anderes Feld pachten eventuell. Beziehungsweise wir müssten halt unser eigenes Feld mal tiefenlockern. Oder machen wir das erst, dass wir unser eigenes wieder anpflanzen. Ja, noch so. Ich meine, ich fahr dann das Getreide, was ich drin habe, schon mal weg. Feld 120, das wäre was, ne? Das ist genau gegenüber vom Hof. Fahrrad drauf. Jo. Mal 120. Ja, das wäre möglich. Was kostet denn das? 40.000 knapp in der Pacht. Ich kläre jetzt erstmal, ob wir die Pacht zurückkriegen soweit oder was da los ist. Ich warte mal so lange, ansonsten kann ich den Mähdrescher ja dann zurückfahren und dann machen wir erstmal unser eigenes Feld. Genau. Okay, dann telefoniere ich kurz. Kanada. Neumann. Neumann, ja, dein Handy klingelt. Ja. Hallo, Herr Neumann. Hallo. Ich habe ein kleines Problem. Was denn? Der Jürgen sagt, dass ich das mit Ihnen klären soll. Wir hatten das Feld 101 gepachtet. Ja. Es ist da aber Schädlingsbefall. Ja. Jo. Das Feld ist hinüber. Uns hat der Neumann gesagt, dass seine Versicherung drauf und 75% der Pachtkosten. Neumann? Das bin ich. Der Racex. %? Der Pachtkosten, ja. Rückerstattet werden. Pachtkosten waren 54.900. Und jetzt soll ich das ausrechnen, oder wie? Ja, ich kann das auch ausrechnen, das ist mir egal. Moment, ich zück mal gerade einen Taschenrechner. 54.900 mal 0,75 gleich wären 41.000, was ich da zurückkrieg. Ja. Von der Gemeinde. Genau, und ich habe noch nicht das Problem mitbekommen. Welches Problem? Mit den 75%, das würde klar gehen. Also, oder warum haben sie mich jetzt angerufen? Ich kann ja mir das Geld nicht selber überweisen. So. Sonst komme ich ja in so eine doofe Situation, weißt du? Dann heißt es, ich schiebe mir hier selber Geld hin und her. So, wie viel waren das nochmal? 41. 41 ist die 75%. 41.000. So müsste er angekommen sein.
Jupp. Danke. Eine Sache habe ich noch. Jupp. Oder weil das im Rundzeiger. Anzeiger. Anzeiger geschrieben wurde von den Herrn Richter, dass er wieder in der Polizei ist. Jupp. Das mit dir abgeklärt? Jupp. Okay, gut, dann passt. Okay, gut, dann. Dein Drescher wird man noch ein bisschen behalten, außer du brauchst den. Ich rufe gleich nochmal zurück. Jo. Weil ich vielleicht was mit einem Händler abmache. Okay, gut, bis dann. Bis dann. Tschö. Bis. Ha! Doch. Wir haben ordentlich abgesahnt. Wir haben 41.000 zurückbekommen. Und warte, was haben wir hier jetzt drin? 18.500. 5,5 mal. Jetzt gehe ich gerade den Raps noch verkaufen. Vielleicht kriege ich den sogar an den Jürgen los. Dann muss ich nicht so weit fahren. Da kriegen wir auch nochmal fast 40.000. Also ich werde mal kurz nochmal mit dem Jürgen telefonieren. Wenn der irgendwo ist. Heute ein bisschen. Also, ich telefoniere noch mal kurz. Yes! Jürgen, brauchst du Raps? Ja. Raps? Jo. Wie viel? 40, nee, 18.500. 18.500? Jo. Wie viel willst du? 2,2. Ich geb dir 1,9. 2,1, sonst fahre ich zum Lidl. 2,1, sonst zum Lidl? Hm. Ja, okay. Okay, soll ich gleich drüben reinkippen? Ich bin nämlich da in der Nähe. Dieselproduktion. Hm. Also das passt nicht rein. Ja, ich guck grad nach. Jo. Kannst direkt reinhauen. Super, eben mach ich. Wie viel hast du? 18. Warte. Rechne 18.000 aus. Das ist ein bisschen okay. Mehr. 18.500 eigentlich. Okay, dann du machst Überweisung fertig. Ich fahr dann rüber. Jo. Danke, tschüss. Ciao. So. 18.000 Raps verkauft. Perfekt. Ne, warte mal, 37.000. 18 mal 2.100 gleich. Hä? Der hat jetzt 37.000 überwiesen, gell? Sind 5 mal. Ich muss gerade nochmal telefonieren. Das geht nicht. Ah, ruf dann wieder an. Moin. Jürgen. Ja. Hast du wieder einen falschen Taschenrechner? Warum? Bei mir wären das 38.000 gewesen. Aber ich schenk's mir jetzt mal. Die nächste. Nee, ich hab wirklich zu wenig gemacht, sorry. Nee, lass stecken. Die nächste Wartung von meinem Johnny ist kostenlos. Ach so. Ist nämlich demnächst ja, mal zur Wartung. Da wollte ich eh mal. Kannst du mir noch die Schlüssel geben? Gerade noch Schlüssel geben? Jo, warum denn? Ballen. Ah. Warte, wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da wollte ich nämlich eh noch mit dem Johnny. Nee, hast du doch. Funken. Warum kann ich den nicht aufbiezen? Weil Noob? Nee. Weil Noob, ey. Jo, mach mal. Also ich hab die, du hast. Gut, also bis dann. Tschüss. Jo. So. Gut. Dann an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne morgen um 16 Uhr wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Haut rein, macht's gut. Tschüss.